Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Do-it-yourself-Kreatividee. Wie ihr seht, als Hintergrund habe ich hier ein Käppeli. Ich bin hier ein Bläsikäppeli in Alberswil an einem Standort, und zwar an der Friedhofsmauer. Hier ist ein alter Friedhof, wo früher Knechte vom Gutsbetrieb im Burgrain unten beerdigt worden sind. Da sind keine Kreuzchen, nichts mehr in dem Sinn. Man sieht nicht, wer hier beerdigt ist. Und ich habe gedacht, das ist gerade passend für die Idee, die ich euch zeigen möchte, und zwar so eine Trauerkarte. Ich mache sie halt immer in den Brauntönen, weil ich finde, die Leute sind schon traurig und ich muss da nicht noch mit schwarzen Kärtchen kommen, und darum ist bei mir eigentlich immer alles in Braun. Und heute geht es um die Gunidekor-Farbe Braun. Wie ihr schon gesehen habt, das kommt dann am Schluss noch dazu. Ich werde euch zeigen, wie man ganz schnell so ein einfaches Sommertrauerkärtchen mit den Sommerschablonen gestalten. Und dazu brauche ich einen Designkarton weiß, den ich hier bereits bereitgelegt habe, und nehme jetzt noch die Inkpad und den Farbverblender und tue jetzt das Boot hier so schablonieren. Der Vorteil ist von diesen Inkpad-Farben, es ist ja gerade trocken. Wir können es auch mit der Gunideco-Farbe machen. Ich habe jetzt aber einfach nur Streuteile genommen, dass ich euch das zeigen kann, weil die Technik bleibt sich in dem Sinn gleich. Jetzt nehme ich hier noch ein bisschen Schilf dazu, so ein bisschen angeschnitten drauf kommt. Ich habe jetzt hier nicht ganz so einen bequemen Arbeitsplatz. Ich bin am Stehen, darum verschiebt man die Schablonen die ganze Zeit. Und wenn man will, könnte man natürlich auch noch vielleicht irgendwie den Vogel drauf nehmen. Wir können auch die Karten so machen, nur mit dem Gras und der Vogel oder der Möwe oder was auch immer, was es ist. Ja, so einfach hat man die Karten gestaltet mit den Schablonen. Dann, was ich auch noch gerade stempeln tue, ist aus dem Stempelset hier. Familienanlässe hat es ja so ein wunderschönes Stempfali drinnen, das wirklich gerade passend ist. Ich mache das jetzt so. Das abstempeln und nachher in Herzform ausschneiden. Ich schaue, dass es gerade wird. Es ist wirklich schwierig, wenn ich hier bin. Ich habe ein bisschen unebenes Gelände. Ich wollte es eigentlich in einem Ort drin machen, mit Tisch und Stuhl, aber es ist leider geschlossen, obwohl ich es reserviert habe. Aber das macht nichts, ich bringe es auch so fertig. Und jetzt hier noch ein bisschen braschen, dass es einen feinen Abschluss gibt. Und dann kann man das irgendwo so oder hier drauf leimen. Und jetzt kommt noch das Streuteil zum Zug, das ich mit der Spitzenmatte gemacht habe. Eben, da habe ich Guni-Dekofarben verwendet, wo man einfach jetzt so könnt brauchen und auch noch drauf leimen. Ihr seht, ich habe hier noch einen Gast bekommen. Natürlich, wenn man verrissen ist, hat man noch ein bisschen schüchtige Leute rum. Und das Anneisi verzieht sich auch wieder. So, das war es mit dieser heutigen Do-it-yourself-Kreatividee mit so einer Trauerkarte in den Brauntönen, die wirklich ganz schnell und einfach gemacht sind, die auch mit jeder Schablone schüch geht. Ich habe es euch jetzt einfach mit den Sommerschablonen gezeigt. Und möchte euch nachher gerade noch schnell den alten Friedhofsgarten zeigen. Ich wünsche euch viel Freude, habt's gut und tschüss zusammen.